Zeichnet auf in Scharf und Farbe und Ton. Super. Hallo zusammen, ich bin's, der Michael, der Kleinschmied von der Kleinschmiede, und ich freue mich riesig, dass ihr alle wieder da seid. Vielleicht erinnert ihr euch, als wir einmal durch die Kleinschmiede durchgelaufen sind, ja, da hatte ich euch gezeigt, Feldschmiede mit der Galerie daran, ja, wo ich meine Zangen und Hämmer aufhängen kann. Und ich hatte euch gezeigt, drei Hämmer, die da ja, relativ motivationslos rumhingen, wo ich sagte, die wurden mir mal empfohlen, ja, aber so richtig dolle finde ich die nicht. Warum ich die nicht so richtig toll finde, ist, die wurden mir als Schmiedehämmer tatsächlich verkauft. So. Und da möchte ich schon, wenn ich so einen Hammer kaufe, dass ich den dann auch mehr oder minder direkt dann einsetzen kann. Was mir nicht gefallen hat, das möchte ich euch einmal zeigen hier, da geht es um die Hammerbahn. Ja? Gut, also ich habe es gerne, wenn sie leicht gewölbt ist, ja, ganz leicht gewölbt ist. Was ich aber auf gar keinen Fall mag, sind hier scharfe Kanten im Übergang hier jetzt an diesem Teil hier an dem Zylinder. So, und diese scharfen Kanten, die habe ich einmal weggenommen mit einer Feile, ja, und dann habe ich mal versucht, mit dem Hammer hier mal so ein bisschen rumzuhämmern, ja. Aber, war das ein Käse. Und der Käse gestaltet sich einfach im Griff. So. Jetzt habe ich ja nur ganz kleine, schmutzige Hobbyschmiedehändchen, ja, ganz, ganz zarte Hobbyschmiedehändchen. Aber auch ich schaffe es nicht, vernünftig um den Griff einmal rumzugreifen. Also ich habe es eigentlich gerne, wenn ich mit den Fingerkuppen hier an den Handballen so ein bisschen rankomme. So, dann kann ich den Hammer locker führen und kann besser zupacken, oder ich kann den mal etwas loser lassen oder so zwischendrin, wie man das so immer so braucht. Oder eben halt auch nicht. Und das ist eben halt das Ding, was mit diesem Monster an Stiel überhaupt gar nicht möglich ist. Jetzt bin ich gestern hingegangen und habe mir mal einen Hammer vorgenommen und habe den mal so weit, wie ich es für meine Empfinden richtig finde, mit Zugeisen und Halbrundraspel den Griff mal bearbeitet. Und schaut mal, was dabei rausgekommen ist. Ups, ist das Ding. So, ich muss das Original nehmen. Muss ich hier mal so ein bisschen aus dem Schatten raus. So. Das sieht schon, Kamera, das sieht schon wesentlich eleganter aus, finde ich. Und ich kann den backen. Und zwar feste backen, wie ich will. Ich kann den loser halten, wenn ich möchte. Ja? Ich kann den schön schwingen lassen, wenn ich das möchte. Ich kann den weiter vorne packen, wenn ich das möchte. Und ich kann hier hinten, mit der Kurve, die ich mir hinten eingebaut habe, ja? Ja? Mit diesem Stück. Wenn mir zwischendurch mal die Flügel abfallen sollten, ja, also wenn ich kurz davor bin, schlapp zu machen, dann kann ich den Hammer ganz lose führen, kann mich hier hinten reinlegen und lasse den einfach fliegen. Und dann ist gut. So, und das alles kann ich mit diesem Modell hier nicht. Und das finde ich fürchterlich. So, aber Abhilfe ist bekannt, Abhilfe kann geschaffen werden, wenn ihr Bock habt. Also ich möchte gleich den Hammer hier einspannen, einmal hier in den Schraubstock. Und dann möchte ich mal zusehen, dass ich den mit meinem Zugeisen und mit der Halbrundraspel so weit bearbeitet kriege wie den anderen auch. Und dann schauen wir mal, ob da was Vernünftiges bei rauskommt oder nicht. Aber ich lasse euch jetzt einfach mal zuschauen. Bis gleich. Ich habe jetzt die Kamera eingerichtet hier auf den Schraubstock, und das erste, was ich mir hier anschaue an so einem Griff, ist, wie liegen die Fasern hier. Richtig schön sehen kann man es an den Jahresringen, ja, die man ganz gut erkennen kann. Und ich schaue mal gerade, ob ich hier einen habe, wo man das... Bei dem hier müsstet ihr das eigentlich noch ganz gut sehen können. Hier liegen die Fasern fast waagrecht. Das ist ein bisschen ärgerlich, ne? Denn eigentlich wollte ich dazu ein eigenes Video machen, aber schauen wir mal.
wenn man auf so einen Hammerstiel schaut, entdeckt man Fasern, die Jahresringe. Und bei einem guten Stiel stehen die. Bei einem schlechten Stiel liegen. Bei stehenden Fasern, Jahresringen, habe ich kaum eine Möglichkeit, den kaputt zu machen. Und weil die liegen, wird es labberig. Das Gleiche, das Problem betrifft mich gleich auch, wenn ich hier anfange, mit meinem Zugeisen zu arbeiten. Ja? Wenn ich liegende Lagen habe, kann es passieren, dass mir das Zugeisen zwischen die Lagen haut, stürmisch, zwischen die Lagen haut und dann einfach durchreißt bis hinten hin. Ja, dann habe ich einen Riesensparen abgehoben, allerdings ohne viel Sinn, Zweck und Verstand. Besser ist es, wenn die Lagen stehen. Auch nachher fürs Arbeiten, das Ding ist dann wesentlich stabiler. Bei dem Hammer, den ich gestern gemacht habe, da hatte ich tatsächlich diese liegenden Lagen. Hat mir absolut nicht gefallen, das Ding. Ich schaue mal, eventuell gehe ich hin und mache da einen neuen Stiel dran. Hier bei dem hier scheinen sie einigermaßen zu stimmen. Das steht hier so alles so einigermaßen aufrecht. Hier auch sieht man, dass das Holz sich hier noch ein wenig hier wegdreht. Okay. Das hier ist ein Zugeisen, was ich mir selber gemacht habe, aus einer alten, ich glaube, das Ding nennt sich Schusterraspe. Ich habe so ein Ding gerade in der Tasche, weil eins habe ich noch davon. Also dieses Eisen sah vorher so aus. Ja, das ist eigentlich das gleiche Teil. Ich habe dann hier abgesetzt, hier und dort. Habe es ausgereckt, umgebogen, angespitzt und habe dann Holzgriffe drauf gemacht. Und habe dann angefangen, hier das Zugeisen selber anzuschleifen. Wichtig bei so einem Zugeisen ist, dass der Schneidwinkel hier nur von einer Seite kommt her. Von unten ist es flach. Ja, das ist also eine glatte, ebene Oberfläche hier. Hier wird nichts reingefällt, gar nichts. Nur von dieser Seite hier wird eben halt der Schneidwinkel eingebracht. Hat folgenden Hintergrund. Ich kann das Zugeisen hier auflegen, ohne dass etwas passiert. Ja? Ohne dass ich hier ein Sparren abhebe. Sobald ich hingehe und senke es ab, hänge ich sofort im Holz drin. Und das ist das, was ich will, weil ich so auch kontrollieren kann, wie weit der Sparren abgehoben werden soll. Ne? So, jetzt seht ihr hier schon, guck mal hier. Okay. Wenn sowas passiert, drehe ich es gerne um und arbeite dann von hier aus. Ja, also ich komme mir in den Spänen, die ich abhebe, teilweise entgegen. Und was ich jetzt versuche, ist, also ich möchte gerne die obere Seite des Hammerstiels, die möchte ich eigentlich relativ unbearbeitet lassen. Dann habe ich schon mal eine Linie, an der ich mich so ein bisschen ausrichten kann. Also hier werde ich wahrscheinlich nur wenig, wenn überhaupt, etwas abnehmen. Ich arbeite also tatsächlich hier an dieser unteren Linie, die Griffunterseite hier, die hier bleibt, wie sie ist. Und dann möchte ich das ganze Biest gerne noch schmaler machen, das heißt, dort muss ich dann gleich von beiden Seiten etwas abheben. Ja, ich versuche einiges mit dem Zugeisen, Zieheisen. Ich bin kein Holzer, ich bin Metaller eigentlich. Also mit dem Zugeisen versuche ich so einiges abzunehmen, so viel wie es eben halt geht, so viel wie es einigermaßen sauber abzunehmen geht. Und dann fange ich eben halt an mit der Halbrundraspel. Ich auch schon hier. Einfaches Ding aus dem Baumarkt. Funktioniert genau so, wie ich es haben muss, eben halt hier für diesen Kram. Also. Schaut einfach eine Runde zu. Ich weiß nicht genau, wie lange die Kamera jetzt gewilligt ist, aufzuzeichnen. Ich hoffe, dass sie jetzt gerade aufzeichnet, sonst stehe ich nachher wieder da. Habe ich keinen Hämmer mehr. Ich mache jetzt einfach mal, zwischenzeitlich kann es passieren, dass ihr dann mal kurz weg seid, aber dann ich hoffe, dass ich es früh genug merke, dass ich euch dann wieder zuschalten kann. Ja, ansonsten schaut mir einfach zu. Wenn ihr das mal selber machen wollt, einfach machen. Nicht lang quatschen. So, und ich mache jetzt. Auf geht's. Vielleicht noch eine Geschichte. Ich bin hier beim Schuppen hier so ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, der Schraubstock steht auf einem Werkstattwagen. Ja, da sind Schubladen drin mit Werkzeugen. Das ganze Ding ist rollbar. Und ich habe den jetzt so einigermaßen versucht, hinter die Werkbank da so zu verkeilen, zu machen.
das wird gleich ein bisschen wackeln, ja, aber so schlimm ist es nicht. Ich komme damit einigermaßen klar und Wasser trocken. Okay, so, aber jetzt lass uns mal tun hier. Raus. Zusammen, entschuldige bitte, wenn ich jetzt hier so unvoreingenommen hier so in das Video reingrätsche, ja, aber ihr wollt nicht jetzt allen Ernstes die nächste halbe, dreiviertel Stunde lang das Gerappel von meiner Werkzeugkiste hier. Oder doch? Ich schlage euch Folgendes vor. Ich gehe hin, mache den Hammer fertig, beziehungsweise der Hammer ist ja schon fertig. Der Hammer ist ja schon fertig. Ich spule einfach vor bis zu dem Punkt, ab dem es wieder so einigermaßen interessant wird. Ja? Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja? So als Vorschlag. Okay? Bis gleich. Okay. Wenn ich dann so eine einigermaßen ebene Fläche habe, versuche ich eigentlich hier jetzt erstmal die Kanten rauszunehmen. Diese. Jetzt habe ich schon so viel abgenommen, komme immer noch nicht mit den Pfoten an. Aber wir haben noch zwei Seiten. Zeit langsam die Raspel zu nehmen. Was ich allgemein noch empfehlen wollte, ja, ist auch bei so einer Arbeit hier Sicherheitsschuhe zu tragen. Ja? Wohl weniger aus dem Grund, dass die herabfallenden Späne so unwahrscheinlich schwer und heiß sind, sondern bei meinen Crocs sind Löcher oben drin. Und dann habe ich die ganzen Socken voll mit Holzspänen. Das ist doof, piekst und juckt und macht und tut. Also, okay. So, da kann ich den Burschen jetzt hier mal so ein bisschen versuchen umzuspannen. Krams. Okay. Bei einer Raspel verhält es sich ähnlich. Ich glaube, ich fange noch von vorne, oder? Nee.
Okay. Also bei einer Raspel verhält es sich ähnlich wie bei einem Schmiedehammer auch. Die runde Seite ist immer sehr aggressiv und damit kann man sehr, sehr viel Material mit einem Hub dann eben halt abheben. Die flache Seite ist ja wesentlich zärtlicher zum Holz. Und mal gucken, wie weit es uns bringt. Cool. Das macht Spaß. Zack. Meine Mitte, am Ende, am Anfang. Traumhaft. Traumhaft. Also, mir gefällt er jetzt so. Was ich jetzt mache, ist, ich werde den Stiel auch ein bisschen abschmirgeln. So. Was ich dafür gerne nehme, sind alte Schleifbänder, die vom Bandschleifer übrig geblieben sind. Also wenn ich es nur einen nutzen. Die reiße ich mir dann zurecht, wie ich sie brauchen kann. Man kann ja fast wahnsinnig werden. Jetzt hat die Kamera gerade aufgehört aufzuzeichnen und ich weiß gar nicht an welcher Stelle. Natürlich ein bisschen doof. Das letzte Wichtige, was ich wohl erwähnt hatte, war, dass ich den Hammerstiel hier abschließend mit Leinöl-Firnis behandle. Leinöl-Firnis ist genauso wie Leinöl selbst, absolut auf natürlicher Basis, enthält allerdings sogenannte Sikkative. Und diese Sikkative, die sorgen dafür, dass das Leinöl schneller und tiefer in die Holzstrukturen eindringt und sorgt an der Oberfläche dafür, dass das Leinöl-Firnis mit der Luft reagiert und schneller eintrocknet und einen schützenden Film, blassbaren schützenden Film bildet. Und es geht mit dem Leinöl-Firnis wesentlich schneller. Also da habt ihr innerhalb von einem Tag, nicht unbedingt direkt, aber so von innerhalb von 2 Tagen, habt ihr immer halt die Möglichkeit, den Holzstiel auch tatsächlich anfassen zu können. Ne? Ansonsten stinkt das Zeug genauso nach Fisch wie das Leinöl selber. Nicht unbedingt schön. Diese mit Leinöl getränkten Tücher und Lappen bitte unbedingt in einem dicht schließenden Behälter verwahren oder eben halt, so wie ich jetzt gleich machen werde, verbrennen. Hintergrund ist der, dass dieses Leinöl und auch dieses Leinöl-Firnis ausgast, ja, und sich mit der Luft vermengt und diese ätherischen Öle, diese Gase, die aus den ätherischen Ölen kommen, die können sich wohl derart mit der Luft vermengen, dass dort Gemische entstehen, die sich selbst entzünden können. Da warnt die Feuerwehr vor, ob das nun tatsächlich stimmt, weiß ich gar nicht.
Ich will es aber auch gar nicht drauf ankommen lassen. Also halte ich mich da an die Empfehlungen der Feuerwehr und verbrenne die Tücher gleich und dann ist das auch gut. So, ansonsten habt ihr hier innerhalb von ein bis zwei Tagen tatsächlich einen Holzstiel, den ihr anfassen könnt mit dem Leinölfirnis. Mit dem Leinöl selber kann es Wochen und Monate dauern, unter Umständen. Leinölfirnis ist hier unbedingt zu empfehlen. Okay, so, ich hoffe, dass die Kamera das jetzt aufgezeichnet wird. Muss ich das nochmal erzählen? Das will ich doch gar nicht. So, aus. Scharfstellen. Sweet. Sagenhaft. Und das funktioniert. Kriege ich einen Apfel dran. Also, dass diese Kamera da jetzt da so funktioniert, also, das ist schon toll. Ich zeige euch mal eben, wo ich da so die ganze Zeit hinschaue. Ja? Augenblick. Ich nehme mal eben. Ui. Ups. Weil ich habe nämlich keinen Bock die ganze Zeit auf dieses Display dann da und dann so an euch vorbei. Da irgendwie, dann will ich alle nicht. Ne? Dann muss gar nicht sein. Jetzt ist da eine Mücke da am Geweck. Ich nutze hier mein Tablet. Hm? Da ist hier ein Kabel dran. Und ein Kabel, da geht zur Kamera. Und dann habe ich hier von hier aus ein riesengroßes Display. Ja? Und kann super gucken, was die Kamera denn jetzt wohl geneigt ist aufzunehmen. Und das ist genial. Und da bin ich richtig happy drüber. Und das hat alles so funktioniert. Schon klasse. Obwohl, naja, so richtig gedacht für mich oder für uns als Schmiede, Hobby-Schmiede, Hobby. Puh, ist es ja eigentlich nicht. Ne? Wenn ich mal überlege, dieser ganze Plastikkram da und das ist empfindlich da und da darf keine Wärme dran und diese ganzen Magneten, ja, die da hinten dran sind an dieser Schutzhülle von diesem Tablet, ja, die sind ständig voll mit irgendwelchen Eisenspänen, das ist alles Käse. Okay. Was wir heute gemacht haben, wir sind hingegangen und haben den letzten Hammer der drei Hämmer vorbereitet. Ja, dann da seid ihr dabei gewesen. Stiel, da, das ist das Ding. Das ist denn der letzte kleine Hammer gewesen. Also wenn das jetzt nicht langsam funktioniert, dann muss ich mir neue Hämmer kaufen. Anpassung des Stiels an meine Hand. Und warum ich das so wichtig finde. Wenn man so einen Stiel nicht richtig umfassen kann, ja, braucht man unwahrscheinlich viel Kraft, um diesen Stiel halten zu können. Hier bei dem ist es jetzt so, dass ich wunderbar umgreifen kann, dass sogar meine Fingerkuppen hier so ein bisschen an den Handballen drankommen. Ja. Das ist ja so die Sache, wo ich drauf... Das ist ja so und so die Sache, wo ich so ein bisschen drauf stehe. Das Ganze muss so ein bisschen schlank sein, auch ein bisschen herankommen. Angenehm in der Hand, weil ich lasse euch jetzt mal kurz ein Video schauen. Es ist ein Ausschnitt aus dem Video, was ich gemacht hatte für den Codehanger 2020. Ja? Und schaut da einfach mal rein jetzt da. Das dauert jetzt, ich glaube, 15 Sekunden, 16, 17, irgendwie sowas. Und zählt einfach mal die Hammerschläge mit. Ja? So. Und dann würde ich mal sagen, bis gleich. Hm? So, das hol ich mir jetzt hier einen Zollstock. Zollstock. Dann hol ich mir meinen. Jetzt gesehen. Ihr habt vielleicht festgestellt, dass das jetzt in dieser kurzen Zeit, wie ich das Video habe laufen lassen oder wie ich euch den Ausschnitt gezeigt habe, ja,
dass ich da auf ungefähr 2 Schläge pro Sekunde gekommen bin. Ja, so. Und jetzt lass uns doch einfach mal rechnen. Stumpfe, blöde Mathematik kann jeder BWL-Student. Ja? 2 Schläge pro Sekunde sind 120 BPM, Beats per Minute, Schläge pro Minute. Wenn ich denn dann jetzt hingehe, ja, und pro Stunde nur 5 Minuten tatsächlich effektiv, aktiv mit Hammer und Amboss schmiede, dann bin ich bei 600 Schlägen pro Stunde. Und wenn ich dann mal auf einen Nachmittag hochrechne, der da gerne mal 4, 5, 6 Stunden gehen kann, ja, dann bin ich bei 5 Stunden bei 3000 Schlägen mit dem Hammer. Und der Hammer, den ich euch gerade gezeigt habe, hat ein Kopfgewicht von 2 Kilo. Das ist schon mal so ein Ding. So, und das, was problematisch an der Geschichte ist, ja, wenn man dann den Stiel nicht richtig greifen kann, ich nehme den hier nochmal, da ist er. Wenn man dann den Stiel nicht richtig greifen kann, braucht man unwahrscheinlich viel Kraft. Ja, nee, nicht, man braucht unwahrscheinlich viel Kraft, sondern man muss sehr viel Kraft aufwenden. Das ist ja der Haken an der Geschichte, um diesen Hammer tatsächlich führen zu können. Ja? So. Und 3000 Mal 2 Kilo am Stiel hochheben, fallen lassen, hochheben, fallen lassen, hochheben, fallen lassen. Mach das mal. Ja? So. Und daraus entstehen Probleme, die viele von euch, die schon geschmiedet haben, die auch kennen. Ja? Das ist hier im Ellenbogen. Und dann tut das weh. Und habt ihr wochenlang Spaß dran. Ja, aber so richtig Spaß dran. Dann rennt ihr nach dem Doktorarzt. Und dann habt ihr auch keinen Bock mehr zu schmieden. Aber das ist Käse. Da wollen wir alle gar nicht haben. Da soll noch Spaß machen, der ganze Quatsch. Als Abhilfe, ja, werden einem dann die Übungen genannt, die gegen Tennisarm und gegen Golferarm helfen sollen. Ja, so. Ich muss mal eben gerade ein Stück zurück. Man muss den Arm nach vorne, ganz locker. Und dann nimmt man sich die Finger und zieht die Finger. Wie kriege ich das jetzt ins Bild? Zieht die Finger an sich ran. Ja, und zieht, damit man die Verspannung hier aus dem Ellenbogen rauskriegt. Ja, das ist sehr unangenehm, tut sehr, sehr weh. Ist blöd, aber es ist vermeidbar. Vermeidbar in dem Moment, wo ihr hingeht und euch die Hammerstiele anpasst an eure eigenen Hände. Der eine mag größere Hände haben als ich, der andere hat kleinere Hände als ich. Spielt gar keine Rolle. Der eine nimmt größere Hämmer, schwere Hämmer, steht auf langen Stiel, spielt auch alles gar keine Rolle. Wichtig ist nur, dass ihr den Hammer, wenn ihr den in der Hand habt, leicht führen könnt. Ja? Leicht. Leicht. Und ich hier mit meiner Ecke hier hinten, wenn ich gar nicht mehr kann, dann lasse ich fliegen da und kann mich da noch so ein bisschen reinhängen da. Und, passt schon. Okay. Ich habe eine kleine Unwahrheit erzählt. Und das betrifft das Leinöl-Firnis. Da hatte ich eben gesagt, ich schmiere jetzt den Stiel hier ein hier mit Leinöl-Firnis. Weil das Leinöl-Firnis im Gegensatz zum Leinöl Sikative beinhaltet. Und diese Sikative würden dafür sorgen, ja, dass das Leinöl schneller und tiefer ins Holz eindringt. Oh, das stimmt gar nicht. So. Es dringt wohl ein, ja, aber nicht unbedingt tiefer als das beim üblichen Leinöl. Das Leinöl-Firnis sorgt eben halt nur dafür, dass die darin enthaltenen ätherischen Öle, dass die schneller mit der Atmosphäre da reagieren und dass dann schneller daraus eine Oberfläche entsteht, die man dann auch tatsächlich anfassen mag. Auch die 2 Tage, die ich eben erwähnte, sind ein wenig, naja, zu sportlich. Ich habe den jetzt hier seit einer Woche ungefähr und ich rieche es jetzt nicht mehr. Ja?
aber er fühlt sich auch gut an. Und nach einer Woche geht's. Ja, also nach einer Woche kann man den tatsächlich nutzen. Wo ihr doch beim einfachen Leinöl nur da stehen würdet, ne, und hättet da Wochen, unter Umständen Monate mit zu kämpfen, doch endlich mal diesen Hammer benutzen zu dürfen. Ja. Worauf ich nochmal eingehen wollte. Ich suche mir jetzt mal gerade hier die schöne Seite aus. Und da geht es um Stiel. Den guten Stiel. Und da geht es um Didaktik. Da. Ich komme mal ein Stückchen näher ran. So. Damit ihr das auch richtig seht. Es geht hier um die Fasern, die Faserverläufe, die Jahresringe, die hier sichtbar sind. Wenn die stehen, ist es stabil. Wenn die liegen, so, ist es labberig. Glaubt mir das. Ich zeige euch das gleich. Achtet drauf, wenn ihr euch einen Hammerstiel kauft, einen Besenstiel, Schippenstiel, wenn ihr den selber einstiehlt, macht und tut, dass diese Jahresringe hier immer gegenüber dem Druck stehen, der jetzt auf diesen Stiel da wirken soll. Ich zeige euch das anhand einer Analogie. So, wir rufen sie wieder weg. Hier meine Analogie. Zollstock. Gliedermaßstab heißt das Ding. Also Zollstock. Ja, komm. Die Sache ist die, der Haken ist der, wenn ich diesen Zollstock nehme, ja, diesen, ich guck mal eben und halte den fest und biege daran. Habt ihr gehört? Fängt das Ding schon an zu knirschen. Das ist der labbrige Teil. Wenn ich den um 90 Grad drehe, 90 Grad, mehr ist es nicht, dann kann ich daran, wie ich will, und das Ding geht einfach nicht kaputt. Das ist der Haken daran. Er geht einfach nicht kaputt. So. Und das ist so eine Geschichte, wo ich mich auch frage, warum werden so Hammerstiele überhaupt verkauft? Gleich im Abspann zeige ich euch mal ein Bild. War ich mal wieder im Baumarkt. Hein? Den einen so, den anderen so. Das ist denen scheißegal. Und deswegen auch mein Tipp. Wenn es um diese Stiele geht von Arbeitsgeräten. Ja? Fahrt zum Baumarkt. Nehmt den höheren Preis in Kauf. Nehmt die Zeit in Kauf, ja, die das Hin- und Herfahren braucht, die das dort aussuchen braucht. Die, wenn ihr so einen Stiel im Onlineshop bestellt, dann kriegt ihr irgendwas geliefert. Ja? Jeder Lieferant sagt euch, du hast einen Hammerstiel bestellt, hast einen Hammerstiel bekommen. Fertig. Dann habt ihr da einfach keinen Einfluss drauf, auf das, was ihr geliefert bekommt. Und das ist Käse. Ich habe jetzt hier einen weiteren Hammer vorbereitet. Ja. Der Hammer selber ist ein alter. Was ist er für ein Hammer gewesen? Also die Bundeswehr hat den wohl genutzt. Ist ein Hammer aus dem alten Bundeswehrbestand. Es ging dann rum, mit diesem Ding da irgendwelche Mauern und Türen einzureißen. Ja? So. Aber stammt von der Werkzeugfabrik Kränzer. Und wenn ich Werkzeugfabrik Kränzer höre, dann finde ich das ja schon wieder ganz toll. Aber der Stiel war Käse. Ja, also als ich versucht hatte, den zu bearbeiten, ja, mit einem Zugmesser und so weiter, habe ich dann festgestellt, dass da ein Riss im Stiel ist und dass dieser Riss, der ging von der Mitte aus bis in der Mitte vom Kopf. War blöd. Und dann bin ich in den Baumarkt gefahren. Ups, ding dong, ding, ding dong. Dann bin ich in den Baumarkt gefahren und habe mir einen Stiel gekauft. Da ist der Stiel. So ein riesen Apparat. So, aber es steht drauf, 3 Kilogramm 900 Millimeter. So, und 300, 3
Kilogramm hat dieser Kopf ja. So, und da wollte ich jetzt unbedingt Stiel für haben. Und man kann wunderbar sehen, dass dieser Stiel hier, Augenblick, ich fädel das mal hier ins Objektiv ein. Man kann so einigermaßen sehen, dass dieser Stiel so gearbeitet ist, wie ich das empfehle. Ja? Also diese stehenden Jahresringe sind erkennbar. Von der Seite seht ihr die Flächen und von oben seht ihr die Kanten. Ja, das ist genau so, wie ich das haben will. Jetzt ist dieser Stiel allerdings viel zu lang gewesen. Ja, ich habe zum Beispiel die sind ja von Haus aus schon eingesägt hier. Ne? So für die Hobbyschmiede. Da habe ich abgesägt und dann habe ich dann hier den Stiel hier dann so halt vorbereitet, dass ich einstielen konnte, ja, dass ich den Kopf dann drauf bekam. Dann gab es dann auch einen Keil da rein, den habe ich dann da reingekloppt und gemacht und getan. Und dann habe ich dann eben halt angefangen, den Stiel für mich und meine Hand vorzubereiten. Herausgekommen ist dabei Sitz. Ein wunderbarer, wunderschöner Hammer. Den habe ich auch direkt gelasert. Was ein bisschen doof ist ungefähr hier, da. Das C passt nicht so ganz. Auch kann ich vor Schmerzen. Dieser Hammer war vorher gerade. Hier an dieser Fläche, das war gerade. Hier an dieser Fläche, das war gerade. Und den habe ich so ein bisschen abgerundet mit einer Feile. Ja. Es ist das Ding aber so genial, ja? Der liegt so gut in der Hand. Das macht hier schon wieder so ein riesen Mörderspaß. Ja? Das ist einfach nur so ein riesig monstermäßig fettes Teil. Der hat einen Namen gekriegt. Das ist Günni. Günni. Und Günni, da wollen wir noch mal schauen, ob wir nicht mal einen vergünterungsfähigen Stahl finden. Ja? Also ein Stahl, den wir den wir ins Feuer legen können, ja, aus dem Feuer raus, auf den Amboss drauf und dann mit dem Hammer mal so richtig schön vergüntern. So, und da freue ich mich schon riesig drauf. Den Stiel übrigens, den habe ich mit einer... Den habe ich jetzt mit einer anderen Möglichkeit. Das ist jetzt kein Leinöl, sondern das ist Zaponlack. Schauen wir mal. Ich habe den natürlich wieder so vorbereitet wie vorher auch. Und schön glatt gemacht und schön hier und hübsch da. Aber ich habe statt Leinöl Zaponlack genommen. Und dieser Zaponlack, den kenne ich eigentlich aus der Bearbeitung von Buntmetallen, ja, so Messing und solche Geschichten, wo er dann eben halt vor Korrosion schützen soll. Aber dieser Zaponlack, der soll eben halt auch für Holz, für Leder, glaube ich sogar, nicht, dass ich jetzt schon wieder Quatsch erzähle, aber er soll so einigermaßen flexibel sein da und vor Witterungseinflüssen schützen da und Zeug, was da eben halt so erzählt wird. Ne? Aber mal so ein Stahl mal so richtig vergüntern. Es gibt einen unter euch, einen. Der wird jetzt da sitzen und grinsen. Und gibt dann noch zwei, drei weitere, die da auch gerne mal mitgrinsen. Stahl vergüntern. Okay. Was bleibt mir? Eigentlich nichts mehr. Ich muss jetzt hier die Bude wieder aufräumen hier da und dann sieht hier wieder aus wie die Sau. Jetzt sind dummerweise auch noch Holzspäne dazugekommen, ja, da kriege ich wieder da Ärger. Will ich vermeiden, ich will ja hier weitermachen. Von daher, also ich muss da gleich noch so ein bisschen was muss ich gleich noch tun. Liebe Leute, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch das wieder alles angeschaut habt. Ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht einen gewissen Nutzen daraus ziehen kann. Vielleicht eine gewisse Sorge abbauen kann, an seine Werkzeuge mit einem Werkzeug heranzugehen, um sein Werkzeug an seine Bedürfnisse anzupassen. Wäre mir ein großes Anliegen. Also wenn das einer von euch machen würde, aufgrund dieses Videos, hier, dann wäre ich hier der Held. Ansonsten, wenn
irgendwelche Fragen sind, wenn ich irgendwie was da für euch da. Ich bin hier und da und dort unterwegs. Schaut auf Instagram, da bin ich da und zeige ein paar Bilder. Hier auf YouTube, schreibt mir unten was in die Kommentare rein. Hätte ich einen Riesenspaß dran. Lasst mir ein Abo da. Schreibt mir eine E-Mail. Wenn ich die E-Mail einigermaßen beantworten kann, ja, da hab ich da einen Riesenspaß dran. Ich gebe mir alle Mühe, aber ich kann auch nicht alles. Ich bin ja auch nur so ein Hobby. Hobby halt. Ja, ich räume jetzt hier die Bude auf. Hier soll jetzt erstmal Schluss sein. Nochmals herzlichen Dank, dass ihr alle dabei wart, dass ihr euch das angesehen habt. Bleibt einfach besser als ich. Bleibt mir gewogen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bis denn dann. Ciao. Tschüss.